Hat da jemand was dabei gegen einen zu hohen Adrenalinspiegel? Puh. Herzlich willkommen zu einem Gottesdienst, einem besonderen Gottesdienst, an einem besonderen Abend in besonderer Besetzung. Die besondere Besetzung da oben und hier auf der Leinwand und für euch zu Hause online: Barbara Boll, Thomas Braun, Melanie Haag, Matthias Karb und Matthias Klöpsch. Ihr habt am Freitag bis nachts um 1 mit dem Technikteam ordentlich Arbeit investiert, viel Herzblut hier gelassen, und ich finde es so cool, dass ihr da seid, und ich freue mich tierisch auf euch. Ein besonderer Abend. Drüben im Gemeindehaus wird gerade das Ergebnis unserer Kirchenvorstandswahl festgestellt. Ich kenne es noch nicht, aber ich kann schon sagen, dass die Wahlbeteiligung deutlich höher ist als vor 6 Jahren. Das ist schon ein erstes schönes Ergebnis. Wenn das klappt, werden wir im Anschluss an den Gottesdienst hier auch das Ergebnis der Wahl bekannt geben. Ach ja, und da ist noch was Besonderes. Hier sind Menschen in der Kirche. Ich weiß gar nicht, wann ich das zum letzten Mal außerhalb einer Konfirmation erlebt habe. Wie schön, liebe Kandidatinnen und Kandidaten, liebe Partnerinnen und Partner, dass ihr da seid. Vor allen Dingen für euch steht die Leinwand hier, auch wenn ich fürchte, dass die liebe Sonne etwas weiter wandern wird, aber ich hoffe, manche Eindrücke sind noch sichtbar. Und in der Gewissheit, dass all das, was euch bewegt, einen Platz, seinen Platz bei Gott hat und er uns in all dem begegnen kann, lasst uns also Gottesdienst feiern. Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Los, spring doch. Back against the rain. Go ahead and jump. Diesen Satz hat David Lee Roth, der Sänger, gehört im Fernsehen und Bilder dazu gesehen, wie eine Menge vor einem Hochhaus steht und da ein Selbstmörder oben auf dem Dach steht. Und die Menge ruft, go ahead, jump, auf jetzt, springen. Und unter dem Eindruck dieses Gehörten, Erlebten, Gesehenen hat er dieses Lied geschrieben, Jump. Aber in dem Lied geht es zum Glück gar nicht um Suizid. In dem Lied geht es darum, dass man manchmal im Leben einfach springen muss, auch wenn man nicht weiß, wo man landet, wie man landet, ob man landet. Jump ist eigentlich ein Liebeslied. Los, spring doch hinein in deine Liebe. Los, wag doch was in deinem Leben. Los, das ist gut. Spring hinein. Dazu haben sich 16 Menschen in unserer Kirchengemeinde bereit erklärt, entweder weiter zu springen oder neu hineinzuspringen in den Kirchenvorstand. Auch das ist ein Wagnis. Ihr wisst nicht, was da auf euch zukommt. Da kann sowas wie heute Abend passieren. Spannende Sache. Und dann kann es sein, dass ihr gesucht werdet. Wanted, Dead or Alive. Thank you. guess I might be making bad. I've been everywhere, and I'm still standing tall. I've seen a million faces, and I rock them all. I'm a cowboy on a steel horse I ride. I'm wanted, wanted, dead or alive. I'm a cowboy, I got a knight on my side. I'm wanted, wanted, dead or alive. And I ride, dead or alive. I'm still trying, dead or alive. Dead or alive, dead or alive, dead or alive, dead or Wer bin ich und wer will ich eigentlich sein? Zweimal in meinem Leben wollte ich ein Cowboy sein. Einmal so mit 12, 13 fand ich die Cowboys viel cooler als die Indianer. Und einmal so mit 18, 19 mit meiner unglücklichen Liebe und dem zerbrochenen Herzen wäre ich gerne Cowboy gewesen. Alleine über die Prärie reiten, am Lagerfeuer sitzen, Bohnen essen, ganz schwermütig. Da habe ich das Lied und andere Cowboy-Lieder gehört. Wer bin ich und wer will ich sein? Ich glaube, die Frage stellen wir uns immer mal wieder im Leben. Mag auch sein, dass es immer die Krisenzeiten sind, in denen uns das als Fragen in den Sinn kommt. Und die Antworten sind ganz unterschiedlich. Für Bon Jovi geht es um ganz was anderes in dem Lied. Eine junge Bande von Dieben, die in die Stadt reiten, um das Geld, die Mädchen und den Alkohol zu stehlen, bevor die Sonne aufgeht. Das wäre nicht so mein Lebensziel. Aber auch hier wird die Ambivalenz deutlich. Dieser hart arbeitende Cowboy mit diesem hohen Ehrgefühl und der Halotri, der vielleicht auch die Banken überfällt, der die Städte ausraubt, der die Züge plündert. Wer bin ich also? Der, der immer nur nach Vergnügung, nach Ablenkung und Spaß sucht? Oder der, der auf der Suche nach was Tieferem, nach einem Lebenssinn, nach etwas ist, für das es sich zu leben lohnt und auch die Nicht-Spaßzeiten dafür in Anspruch zu nehmen, sie eben zu leben? Wer bin ich? Wie gut, dass die Bibel uns an vielen Stellen sagt, egal wer du bist mein geliebtes Kind, ich kenne dich, ich bin bei dir. Im 139. Psalm zum Beispiel steht, Herr, du erforschest mich und kennest mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von ferne. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch, ich kann sie nicht begreifen. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin, und leite mich auf ewigem Wege. Auf ewigem Wege? Who wants to live forever? There's no time for us. There's no place for us. What is this thing that builds our dreams? It slipped away from us. Ich habe sie alle gesehen und nicht nur einmal. Die Highlander-Filme. Brian May hat die Musik gemacht. Connor McLeods Ehefrau Hesser, die mit den Jahren an der Seite dieses Unsterblichen altert und schließlich stirbt. Wenn die geliebten Menschen sterben, who wants to live forever? Wenn jemand nicht mehr da ist, wer will dann da bleiben? Nicht nur Brian May beschäftigt diese Frage. Es ist die Auseinandersetzung mit unserer Sterblichkeit und der Sehnsucht nach Unsterblichkeit. Da in den Filmen kann es immer nur einen geben. Aber für uns, für Christinnen und Christen, ist das doch anders. Unsterblichkeit, das wartet doch auf uns. Unsterblichkeit, das kommt doch. Wir sind doch schon mittendrin. Nein, wir sind nicht mittendrin. Endlich ist unser Leben. Und Endlichkeit, das sagt zum Beispiel der Buddhismus, verursacht Leid. Aber Endlichkeit gibt dem Leben einen Wert. Endlichkeit bedeutet, das, was wir jetzt und hier erleben, das erleben wir jetzt und hier und nie wieder. Kostbare Momente werden dadurch kostbar, dass sie endlich sind. Und diese Endlichkeit mündet in Gottes Ewigkeit. Das gibt meiner Endlichkeit und unserer Unendlichkeit einen Sinn. Wenn jemand von euch zu Hause oder hier in der Kirche mir zu dem nächsten Lied den Sinn erklären kann, dann bekommt ihr eine Kiste Getränke nach eurer Wahl. Du nicht, Barbara. A Whiter Shade of Pale. She said there is no reason truth is plain to see, but I wandered through my playing cards and would not let her be one of 16 Vestal virgins who were leaving for the coast. And although my eyes were open, they might have just as been closed. And so it oscillated as the miller told his tale, that her face at first just goes away. Eine düstere, von Johann Sebastian Bach inspirierte Melodie, kombiniert mit einem absolut wirren und sinnfreien Text. Das ist das Rezept von A Whiter Shade of Pale von Procol Harum aus dem Jahr 1967. Der Nachtclubbesitzer Guy Stevens sagt nach einer durchzechten Nacht zu seiner Frau: "Oh Mann, Schatz, du bist ja bleicher als bleich." Das hört Keith Reed von der Band Procol Harum und denkt sich: bleicher als bleich? A whiter shade of pale. Und das war das Lied. Dabei haben sich zum einen das berühmte Er auf der G-Seite von Johann Sebastian Bach vorher schon in seinen Ohren festgesetzt und zum anderen, das habt ihr gleich erkannt, When a Man Loves a Woman von Percy Sledge. Diese beiden Melodien sind eingeflossen in das Lied. Sinnfrei. Leben ist manchmal komplett sinnfrei. Oder wir entdecken den Sinn nicht. Wie halten wir das aus? Wie halten wir den Unsinn, den Nichtsinn, wie halten wir sogar die Sinnlosigkeit aus? Der Prediger Salomo im Alten Testament gibt einen sehr nüchternen, aber durchaus hilfreichen Hinweis. Er sagt nämlich: Für alles gibt es eine bestimmte Stunde, und jedes Vorhaben unter dem Himmel hat seine Zeit. Eine Zeit für die Geburt und eine Zeit für das Sterben. Eine Zeit zum Pflanzen und eine Zeit zum Ausreißen des Gepflanzten. Eine Zeit zum Töten und eine Zeit zum Heilen. Eine Zeit zum Einreißen und eine Zeit zum Aufbauen. Eine Zeit zum Weinen und eine Zeit zum Lachen. Eine Zeit zum Klagen und eine Zeit zum Tanzen. Eine Zeit, Steine wegzuwerfen und eine Zeit, Steine zu sammeln. Eine Zeit, sich zu umarmen und eine Zeit, sich zu trennen. Eine Zeit zum Suchen und eine Zeit zum Verlieren. Eine Zeit zum Aufheben und eine Zeit zum Wegwerfen. Eine Zeit zum Zerreißen und eine Zeit zum Zusammennähen. Eine Zeit zum Schweigen und eine Zeit zum Reden. Eine Zeit zum Lieben und eine Zeit zum Hassen. Eine Zeit für den Krieg und eine Zeit für den Frieden. Bei dem nächsten Lied, da wünsche ich mir irgendwann mal die Version in 10 Minuten und 52 Sekunden. Aber das, was jetzt kommt, ist schon nicht schlecht. That's drawn between good and bad. See the blind man shooting at the world, bullets flying, oh, taking toll. If you've been bad, oh Lord, I bet you have. süßes Kind. Mit der Zeit wirst du die Linie sehen. Die Linie, die gezogen wurde zwischen dem Guten und dem Bösen. Sieh dir den blinden Mann an, der auf die Welt schießt. Die Kugeln fliegen umher und fordern ihren Tribut. Wenn du böse gewesen wärst, und Gott, ich wette, das warst du, und du wurdest trotzdem nicht getroffen von den umherfliegenden Blei. Du solltest lieber deine Augen schließen und dich verneigen und auf den Querschläger warten. Ich will dich singen hören. Dahin, dahin. Okay, gut so. Hallo, hier bin ich. Das ist der Text auf Deutsch in Teilen von diesem Lied. Child in Time, 10 Minuten 52 in der Urfassung. Und es ist ein Protestsong. Da wird gegen den Vietnamkrieg protestiert. Und es wurde zu einem der wichtigsten Protestlieder in den 70er und 80er Jahren, gerade auch so in dieser osteuropäischen Freiheitsbewegung, die inoffizielle Hymne der Widerstandsbewegung dort. Da waren ganz viele A's und O's in diesem Lied. Und der Sänger sagt, ach, Ian Gillen war das, die A's und die O's habe ich eigentlich nur eingebaut, weil meine... Und jetzt, hört ihr mich noch? Ja. Weil meine Hose zu eng war, sagt Ian Gillen. Und trotzdem, finde ich, gehören diese A's und O's dazu. Und Melanie, die das gerade so klasse gesungen hat, hat einen Facebook-Eintrag gemacht, die Tage, wenn man schon mal Child in Time in der Kirche singen darf. Liebe Melanie, du darfst und du darfst auch noch mal und du darfst auch noch viel anderes singen, weil ich finde, Protest hat auch seinen Platz hier. Protest gegen Krieg, Protest gegen unmenschliche Lebensverhältnisse, Protest gegen das, was schiefläuft, das darf, das soll, das muss. Im Namen Jesu auch in der Kirche gesagt und manchmal geschrien werden. Und deshalb lasst uns das tun, nicht nur heute. Denn die Kirche, das ist ein Ort, an dem sich das Leben abspielt. Und der neue Kirchenvorstand, das weiß ich genau, wird genauso wie der alte, der bisherige, tüchtig mit dafür sorgen. Das Leben, dieses Leben da draußen, hier drin und das, was hier drin ist, draußen in der Welt zu hören sein wird. Wenn er jetzt meint, stopp, es muss jetzt mal was anderes kommen. Ja, stopp. Sam Brown heißt die Sängerin und sie ist eigentlich eine berühmte und gefragte Background-Sängerin. Mit Pink Floyd, mit David Gilmour, mit John Lord, mit Deep Purple, mit Gary Moore und auch mit George Harrison, mit Fish hat sie zusammengearbeitet. Aber einen Song, einen Hit hat sie gehabt mit diesem Lied Stop. Wer sagt eigentlich uns manchmal Stop? Und erkenne ich die Stoppzeichen, die mich darauf hinweisen, dass ich in meinem Leben auf einem falschen Weg bin? Und habe ich den Mut, anderen Leuten zu sagen, Stopp, bis hierhin und nicht weiter? Ich glaube, Gott gibt uns diese Hinweise. Und ich glaube auch, manches Mal muss ich meine Sinne mehr öffnen dafür. Und so lasst uns beten. Und ich bitte euch hier in der Kirche und euch zu Hause, wenn ihr mögt, dazu aufzustehen. Gott, barmherzig und gnädig, nahe bist du uns Menschen, liebevoll, freundlich und helfend kommst du zu uns. So bitten wir dich, höre das Seufzen derer, die sich fürchten. Sei bei denen, die im Elend sind. Stärke alle, die die Freude vergessen haben. Sieh die Traurigen freundlich an. Behüte die Mutigen. Erbarme dich derer, die dir ihre Schuld bekennen. Sei geduldig mit allen, die mit dir hadern. Und Gott, komm zu uns allen und sag uns das und zeige uns das, was wir nötig haben. Und darum bitten wir dich in der Stille des Gebetes. Du erhörst uns, Gott, gib uns die Sinne dafür, dies wahrzunehmen. Darum bitten wir dich, wenn wir nun gemeinsam weiterbeten, wie Jesus Christus es die Menschen gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bitte nehmt wieder Platz. Und wenn ihr glaubt, dass wir schon ganz schön viele A's und O's gehört haben, da kommen jetzt noch ein paar dazu. Der große Auftritt im Himmel. Das ist die deutsche Übersetzung des Songtitels The Great Gig in the Sky von Pink Floyd. Da wird nicht gesungen. Melanie Haag und im Original Claire Torrey benutzen ihre Stimme wie ein Instrument. Kein Text ist da und doch ganz viel Botschaft. Ihr habt natürlich etwas weggelassen da oben, was eigentlich der Marcel Beusekamp jetzt hätte machen müssen. Denn auf der LP The Dark Side of the Moon, bei diesem Stück, sagt der Hausmeister des Studios am Anfang etwas, das auf Deutsch so lautet: Und ich habe keine Angst vorm Sterben. Jederzeit ist Recht, es ist mir egal. Warum sollte ich mich vorm Sterben fürchten? Es gibt keinen Grund dafür. Irgendwann musst du ja gehen. Und dann auch noch gegen Ende des Stückes eine Frauenstimme, die sagt: Ich habe nie gesagt, dass ich Angst vorm Sterben habe. Sterben, Endlichkeit, Himmel, Ewigkeit. Mir fällt gerade auf, das zieht sich irgendwie ein bisschen durch den heutigen Gottesdienst. Aber das soll nicht depressiv, das soll nicht traurig, das soll nicht mutlos machen, das soll Horizonte eröffnen, das soll Wege aufzeigen, Wege, von denen ich gewiss bin, Gott hat sie längst in die Spur gelegt und zeigt uns, wie wir ihnen folgen können. Und jetzt, währenddem ich nach oben gehe, ist es Zeit, das zu tun, was ihr bestimmt die ganze Zeit tun wollt. Ein Applaus. Ja, guckt ruhig. Ja, kommt mal nach vorne, dass man euch sieht. Danke euch. Danke euch und ich freue mich so cool, dass ihr nachher noch 11 Stücke spielt. Super. Das ist der Stelle, wo, da sind sie schon, die Abkündigungen kommen. Der Dank war da übrigens Open Air Mixtapes am 18. Juli draußen im Freien. 100 Menschen können kommen oder 50 in die Kirche bei schlechtem Wetter. Ich glaube, ihr da oben, wir freuen uns schon drauf. Und wer von euch da nicht dabei ist, weiß gar nicht, Melanie, Matthias, seid ihr dabei? Ansonsten müsst ihr dabei sein, Melanie. Schön, dich dann da wieder zu sehen. Ja, richtig, richtig cool und noch einige mehr sind dann dabei. Die Kollekte dieses Gottesdienstes ist für die Musiker bestimmt. Nein, natürlich nicht, ist für unsere eigene Gemeinde bestimmt und für all das, was wir unterstützen wollen. Im Anschluss an den Gottesdienst gibt es das Wahlergebnis, das schon feststeht. Und ich werde da vorher noch was dazu sagen, aber verzeiht mir, wenn ich einen Moment einmal nach hinten gehe, den Talar ausziehe, mein Hemd ausringe und dann wiederkomme und Helmut Schollmeier übernimmt dann. Am Ende eines Gottesdienstes steht das, was ihr mitnehmen könnt. Gottes Segen. Und so steht auf und empfangt Gottes Segen. Gott gebe dir für jeden Sturm einen Regenbogen, für jede Träne ein Lächeln, für jede Sorge eine Perspektive, für jede Schwierigkeit einen Freund oder eine Freundin, für jeden Seufzer ein schönes Lied. Und eine Antwort gebe er euch auf euer Gebet. So segne dich und dich und dich und mich und uns alle, Gott, unser Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Und wenn man Gottes Segen hat, dann zählt nichts anderes. Nothing else matters. Ihr dürft euch setzen. much more from the heart. Forever trust in New York, and nothing else matters. Und wenn wir jetzt noch mal ganz laut klatschen, kriegen wir eine Zugabe. Gell, Barbara? Ja. Okay. Ich schicke noch mal ganz kurz im Namen von uns allen hier oben einen ganz herzlichen und lieben Gruß an dieses irrsinnige, völlig verrückte und wunderbare Technikteam. Die haben mit uns echt einen Ritt gemacht am Freitag. Marcel, Achim und alle, die da hinten noch sind, danke, ihr seid großartig. Mal warte, bis da wieder hin seid, ne? So, auf geht's. Nicht auf der faulen Haut liegen da oben. Los jetzt. Empty spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know the score. On and on, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless cry behind the curtain. Does anybody want? Auch von mir nochmal ein recht herzliches Dankeschön an euch da oben. Ein ganz toller Gottesdienst, den ich hier miterleben durfte. Schönen Dank dafür. Und das letzte Lied, The Show Must Go On, auch wieder von Queen, das hat Freddie Mercury zu einem Zeitpunkt geschrieben, als er schon wusste, dass er nicht mehr lange auf dieser Erde sein wird. Und The Show Must Go On hat mich jetzt auch dazu gebracht, ein Instrument zu erwähnen, das heute hier im Einsatz war, außergewöhnlich im Einsatz war, nämlich unsere Orgel. Und ich freue mich, dass diese Orgel so gut mitgespielt hat und so gut durchgehalten hat, weil wir ein Gutachten haben erstellen lassen über den Zustand unserer Orgel. Und dieses Gutachten war nicht erfreulich. Die Orgel ist leider in die Jahre gekommen und ist leider auch nicht mehr zu 100% funktionsfähig. Aber wie gesagt, the show must go on. Und aus diesem Grund müssen wir gucken, dass wir diese Orgel reparieren lassen, instand setzen lassen. Und das wird eine Aufgabe des neuen Kirchenvorstandes sein. Was ist die Aufgabe? Eigentlich relativ einfach. Geld besorgen. Ganz einfach. Wir brauchen ca. 100.000 Euro für diese Orgel und deswegen bereits heute der Aufruf, jeder, der irgendwo der Kirche etwas spenden möchte, der unserer Gemeinde etwas spenden möchte oder der uns insgesamt etwas Gutes tun möchte, kann bitte für die Orgel spenden, sowohl ans Gemeindebüro, aber auch gerne an unseren Förderverein, dass die Show noch lange weitergehen kann. Das war mir ein Anliegen. Schönen Dank. Herzlichen Dank an alle, die gewählt haben. Und wenn ich das recht im Kopf habe, haben über 500 Menschen sich an der Wahl beteiligt. 520 oder so waren es, glaube ich. Und das heißt, wir haben eine Wahlbeteiligung von fast 20%. Damit liegen wir zu den 13, die es vor 6 Jahren gab, trotz Corona deutlich höher. Herzlichen Dank dafür. Und herzlichen Dank auch an all die Menschen, die sich zur Wahl gestellt haben, an euch, Kandidatinnen und Kandidaten hier in der Kirche, und einige sind zu Hause, sind über Zoom dabei. Sich zur Wahl zu stellen, da weiß man ja nie so genau, wie ist das denn? Man möchte gewählt werden, aber es kann auch sein, dass es anders ausgeht. Deshalb großen Respekt vor denen, 16 Menschen, die sich zur Wahl gestellt haben, und ich möchte denn gleich, wenn ich das Ergebnis, die 12 Gewählten in alphabetischer Reihenfolge vorgelesen habe, alle Kandidatinnen und Kandidaten danach, die Zoom-Übertragung endet, dann auch hier nochmal bitten, mit mir ins Gemeindehaus zu kommen. Und ich sehe, da hinten stehen irgendwie Häppchen bereit und Getränke gibt es vielleicht auch noch irgendwo. Diejenigen, die dann hier warten auf ihre Partnerinnen und Partner, können sich da gerne bedienen. Auch die Musiker können sich ein bisschen stärken und die Sängerinnen können sich stärken und die Sänger. Und ja, das fände ich schön, wenn ihr alle dann mit mir erst nochmal dann drüber kommt. Das Ergebnis der Wahl in alphabetischer Reihenfolge: 16 Menschen standen zur Wahl, 12 Personen sind gewählt worden. Vera Darmstädter, Tom L., Christine Feldhenkel, Michael Kehl, Martina Klippel, Wolfgang Köpp, Silke Martinovic, Anke Medert, Helmut Schollmeier, Claudia Schumacher, Jan Sonnenberg und Julian Zöller. Das sind die 12, die gewählt wurden. Und einen Applaus für diese 12. An dieser Stelle verabschieden wir uns von den Zuschauerinnen aus Österreich und der Schweiz, von denen, die über Zoom dabei sind und auch die, die über YouTube dabei sind. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend, macht's gut, tschüss. Und liebe Musikerinnen und Musiker, auf Wiedersehen im wahrsten Sinne des Wortes. Danke euch nochmal sehr da oben.